Mit dem E-Auto unterwegs, schnell zur Ladesäule, um etwas Strom zu tanken und das ohne Kundenkarte oder App? Kein Problem. Auch mit der Kreditkarte kann man bei Hyperchargern vom Greentech-Unternehmen Salzburg AG problemlos laden. Unser Reporter Harry Lixl zeigt, wie es geht. Wir testen heute, was ist, wenn ich also meine Ladekarte vergessen habe, wenn ich also auch die App nicht zur Verfügung habe und ich komme zu einer Schnellladestation und möchte also mit einer Kreditkarte also tanken. Ich habe also mein Handy vorbereitet. Ich sehe also an der Ladesäule den QR-Code, den ich also hier aufnehme. Ich bestätige also hier den Ladetarif, der ist etwas höher, als wenn ich eine Ladekarte hätte bzw. auch die App der Salzburger AG nutze. Ich bin mit allem einverstanden. Er lädt, fragt mich also auch, welche Kartenfunktion ich nutzen will. Ich will also hier Visa nutzen. Ich gebe also die Kartennummer ein. In dem Moment, wo die Kreditkarte akzeptiert worden ist, aktiviert sich also der Schnelllader und ich kann also hier die unterschiedlichen Anschlüsse wählen. Ich habe hier den 150 kW CCS-Lader und damit können wir zum Auto gehen. Dann heißt es nur noch Tankdeckel auf, Stecker rein und los geht's. Man sieht, das Auto lädt. Woran erkenne ich das? Also am grünen Licht. Ich höre auch, dass also die Ladestation also jetzt Kühlfunktion aktiviert hat. Ganz einfach, man kann also jetzt neben der App, neben der Ladekarte der Salzburger AG auch ganz easy mit der Kreditkarte also bezahlen.